wo muss ich ihn reinsprechen? Muss ich da reinsprechen? Hallo? Hallo? Wir haben es gewusst, wir haben es gewusst. Endlich. An der Ecke. Ach so. Das sah aber nicht so aus. Oh, cool, ja? Wie so ein... Müssen wir eigentlich heute... Wo kriege ich den? Dein Auto ist zu klein, ich passe ja kaum mit dir auf. Wir sind im Sinne des Herrn unterwegs. Genau. Haben wir heute Reichweitenangst? Nein. Wir fahren nur weiter, wie das Auto fahren kann, aber wir laden zwischendurch. Ja, na klar. Immer da, wo es geht. Ja. Es gibt aber immer irgendwelche verrückten Verbrennerfahrer, die uns überholen wollen. Ja, oder es auch tun, was sie auch sollen. Denn stinken sie nicht hinter uns, sonst heißt es, die Elektroautos stinken. Ne? Genau. Tja. Bringt ihnen aber nicht wirklich was, weil sie doch immer wieder bremsen müssen. Genau. Ja, wir fahren jetzt irgendwie zu irgendeinem Hühnerstall, habe ich gehört, und dann nach Belitz. Oder ist das Belitz der Hühnerstall? Wittenberg. Irgendwie jetzt noch zu so einem Hühnerstall, was ich verstanden habe. Weil ich jetzt nicht rausgefunden habe, welcher und wo. Aber wir gucken einfach mal. Was haben wir noch an Reichweite? Oh, knapp über 40%. Aber schaffen wir, ne? Denke ich mal. 56 Kilometer Reichweite hat er. Ja. 36 Kilometer sind es noch. 35. Ja. Ohne in die Reserve zu kommen, wird es noch gerade so passen. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und der vor uns hat es ja unwahrscheinlich eilig, der will schon immer überholen. Ja. Hinter uns fahren sie auch noch. Also wir sind jetzt, ich habe gar nicht gezielt, wie viele Autos waren das eben? Also ich glaube so 20, 25 Autos waren bestimmt. Ja. Oh, jetzt gibt er jetzt Stoff. Kann er überholen. Ja. Das kann er heute am Stammtisch erzählen, ich habe lauter Elektroautos überholt. Die sind alle schon mit leeren Akkus gefahren. Genau. Ja. Na gut, gucken wir mal, wie es da ist, wenn wir da ankommen.
weiß nicht, ob es Bild wollen. Wann? Das ist aber gerade keine Ausstellung. Oder die Kleinen nach vorne? Ja, kann ich nur ganz hin. Nein, oh, hey, da kann man das doch gar nicht. Ja, ja, vor die Steckdose. Ja. Crash, ja, vor die Steckdose. Funktioniert, die Mädels sind immer vorne. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Vorträgen weitergeht, dann schaut doch einfach mal auf dem Kanal der Interessensgemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg vorbei. Da findet ihr die Vorträge in voller Länge. Und hier geht es jetzt weiter mit einem kurzen kleinen Rundgang durch die Altstadt Wittenberg und mit der Heimfahrt.
Also jedenfalls waren wir jetzt in Wittenberg. Ja, in der Lutherstadt. Genau. Ja. Und Reichweitenangst haben wir überhaupt nicht. Nein, es hat alles gepasst mit dem Laden. Genau, wir fahren jetzt nämlich wieder zurück und voll geladen und haben, wie viele Kilometer haben wir noch? 117 Kilometer Reichweite und müssen aber nur irgendwas 90 Kilometer fahren. Also Reichweitenangst braucht man nicht haben. Nur eine Ladesäule oder eine Steckdose braucht man zwischendurch mal zum Aufladen. Nur kommen wir noch hin. Ne? Haben wir aber zwischendurch vorhin zur Hinfahrt auch nicht benötigt. Okay. Eigentlich okay. nicht. Nur wie wir da angekommen sind, haben wir nochmal geladen. Ne? Ja. Und die Veranstaltung war super. Hat richtig Spaß gemacht. Genau. War also sehr kurzweilig. Und wird im März wiederholt. Ja. ja. Also nicht wiederholt, da gibt es dann eine Neuauflage. Genau. Mit ein bisschen was Neues. Mit ne? neuen Themen und neuen Ärgernissen. Das soll es dann erstmal gewesen sein von dem ja, heutigen Fünf-Länder-Treffen in Wittenberg. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ich kann deine Zuschauer sehen. Echt? Ja, ich kann sie sehen, wie sie vorm Sofa sitzen. Zieh dir eine Hose an.